Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren. Vor nun mal fast genau 20 Jahren wurde die Vergewaltigung in der Ehe eine Straftat. Am 15. Mai 1997 stimmte die Mehrheit der Abgeordneten des Deutschen Bundestages für eine Gleichstellung des Straftatbestandes der Vergewaltigung innerhalb und außerhalb der Ehe. Was für uns heute selbstverständlich ist, galt im Jahre 1997 noch als fortschrittlich und als ein großer Erfolg für die Frauenbewegung. Lange Zeit war in der Gesellschaft die Annahme verbreitet, dass es zu den Pflichten einer guten Ehefrau gehöre, die sexuellen Bedürfnisse ihres Ehemannes zu befriedigen, auch dann, wenn die Frau nicht einverstanden war. Sexualisierte Gewalt in der Ehe konnte bis zu diesem Zeitpunkt daher nur als schwere Nötigung oder Körperverletzung strafrechtlich zur Anzeige gebracht werden. Das ist nicht nur ein Meilenstein, den wir errungen haben. So war es insbesondere auch die Einführung des Gewaltschutzgesetzes, Frau Ferner hat es schon angesprochen, im Jahre 2002, das wegweisend war. In diesem Gesetz ist der Kerngedanke, wer schlägt, muss gehen. Das Opfer bleibt in der Wohnung, festgeschrieben. Mit diesen Regeln können die Täter der Wohnung verwiesen werden, während die Opfer, zumeist Frauen, in der Wohnung verbleiben dürfen. So werden die Opfer unmittelbar geschützt und zugleich zwischen den Parteien ja die notwendige Distanz hergestellt, die erforderlich ist, um die Gewaltspirale zu durchbrechen. Auch das ist für uns heute eine Selbstverständlichkeit. Lange war das nicht so. Gewalt innerhalb der Familie ist heutzutage zum Glück nicht mehr nur eine reine Privatsache. Wir schauen hin, und das ist auch richtig so, denn Gewalt gegen Frauen und insbesondere häusliche Gewalt ist auch bei uns in Deutschland noch weit verbreitet. Es wurde oft angesprochen und es geht in Einzelfällen bis hin zu brutaler Gewalt. So hat mich ein Fall besonders erschüttert, der über den gestern das Landgericht Hannover entschieden hat. Es handelt sich um den sogenannten Hameln-Prozess. Vor gut einem halben Jahr hat ein Mann in Hameln seine damalige Partnerin, nachdem er sie zunächst mit einem Messer und einer Axt schwer körperlich misshandelt hat, mit einem Seil an sein Auto gebunden und ist dann losgefahren, hat die Dame schwer verletzt auf dem Gehweg einfach liegen lassen. Und wie durch ein Wunder hat die Frau überlebt. Der Mann ist verurteilt wegen versuchten Mordes zu 14 Jahren Haft. Und in der Gerichtsverhandlung hat die Frau geschildert, wie sehr sie unter ihrem Partner gelitten hat. Sobald das Paar verheiratet war, begann der Mann mit seiner damaligen Partnerin systematisch, sie zu beleidigen und zu schlagen. Nach der Trennung kam es zu Streit über Unterhaltsforderungen für den gemeinsamen Sohn und Drohungen mit Gewalt, wenn sie die Unterhaltsforderungen nicht einstellt. Und letztlich endete das Ganze, also seine Verachtung und sein Hass, gipfelte dann in diesem Tag im November letzten Jahres. Das ist nur ein Beispiel von vielen. Doch Gewalt gegen Frauen findet nicht nur in Partnerschaften statt, obwohl dies natürlich einen großen Anteil ausmacht. Nach der jüngsten Statistik des Bundeskriminalamtes wurden alleine im Jahre 2015, die Zahl wurde heute schon genannt, über 100.000 Frauen Opfer von Gewalt durch ihren Partner oder Ex-Partner. Nein, gegen Gewalt findet nicht nur in den eigenen vier Wänden oder innerhalb von persönlichen Beziehungen statt. Es wurde angesprochen. Es existiert am Arbeitsplatz, in der U-Bahn, bei Volksfesten, an der Uni. Und sie beschränkt sich nicht nur auf sexuelle Gewalt. Gewalt hat viele Gesichter. Vom Stalking, Körperverletzung, Beleidigung bis hin zu Mord und Totschlag. Und ebenso vielfältig, wie die Gewalt auftreten kann, genauso vielfältig müssen unsere Maßnahmen sein, die wir anbieten. Und ich habe da ein Bild vor Augen. Wir benötigen ein Sicherheitsnetz, das die Frauen auffängt. Und das wir so groß und so dicht wie möglich knüpfen müssen. Und es gelingt uns durch Gesetze, durch eine effektive Strafverfolgung, durch die Einrichtung von Beratungsstellen, durch Frauennotrufe, aber auch durch Prävention in Form von Hilfsprogrammen für Gewalttäter. Und es gelingt uns auch durch solche internationale Übereinkommen wie die Istanbul-Konvention, die wir heute in deutsches Recht umsetzen. Sie hatte sich auf die Fahne geschrieben, Gewalt gegen Frauen und häusliche Gewalt zu verhüten und zu bekämpfen. Sie sorgt dafür, dass auch wir international einheitliche Schutzstandards schaffen im Bereich Gewalt gegen Frauen. Deutschland, das ist auch schon mehrfach gesagt worden, hat die Istanbul-Konvention bereits im Jahre 2011 unterzeichnet. Und sie hat uns seither wichtige Impulse gegeben, die unser Sicherheitsnetz zum Schutz
vor jeglicher Form von Gewalt gegen Frauen in Deutschland gefestigt haben. Es wurde angesprochen, wir haben seitdem ein bundesweit kostenloses, rund um die Uhr erreichbares Hilfetelefon eingerichtet. Und dass das Angebot gut angenommen wird, zeigen die Zahlen. In den letzten beiden Jahren wurden über 100.000 Beratungsgespräche geführt. Zudem haben wir die Erfassung in der polizeilichen Kriminalstatistik dahingehend geändert, dass nun genauere Angaben über die Täter-Opfer-Beziehung aufgezeichnet wird. Damit können wir die Fälle häuslicher Gewalt bei den vielen Delikten besser identifizieren und Licht in das Dunkel bringen. Es wurde auch schon mehrfach angesprochen, besonders lag mir auch am Herzen, die Umsetzung von Artikel 36 der Istanbul-Konvention, mit der wir das sexuelle Selbstbestimmungsrecht der Frau gestärkt haben. Seit November letzten Jahres gilt der Grundsatz Nein heißt Nein. Das heißt, jede sexuelle Handlung, die nicht einvernehmlich ist, ist strafbar. Und auch das Grapschen haben wir festgelegt als Straftatbestand, sicher auch Anlass durch die Ereignisse in der Silvesternacht in Köln. Meine Damen und Herren, es hat sich seit der Einführung der Strafbarkeit der Vergewaltigung in der Ehe vor 20 Jahren wirklich einiges getan im Bereich von Gewalt gegen Frauen. Und die Istanbul-Konvention hat daran auch einen wertvollen Anteil. Doch bevor ich zum Schluss komme, möchte ich noch Folgendes sagen. So ein Sicherheitsnetz, so wie ich es vorhin gerade beschrieben habe, ja, das kann nur so zuverlässig auffangen, wie es auch ausreichend Menschen gibt, die engagiert und mit viel Kraft dieses Netz auch festhalten. Und ich denke da vor allem an die Frauenhäuser und die Beratungsstellen vor Ort, also die ersten Anlaufstellen für die Opfer. Sie leisten Großartiges, denn sie zeigen einen Ausweg aus der Gewaltspirale. Sie bieten Schutz und Halt in akuten Notsituationen. Und deshalb muss in Zukunft, und ich sehe, dass wir da zunehmend einig sind, mehr Geld genau dorthin fließen, auch im ländlichen Bereich. Denn sie leisten eine wertvolle Arbeit vor Ort. Das dürfen wir nicht vergessen. Insofern bin ich durchaus einverstanden mit der Zielrichtung des Antrags der Linken, über den wir heute auch entscheiden, die Frauenberatungsstellen und Frauenhäuser finanziell stärker zu unterstützen. Allerdings nicht ganz so einfach, dass wir auf Bundesebene alles übernehmen. Ich weiß, Sie haben es, die Grünen, die Linken, angesprochen. Wir haben natürlich trotz alledem noch die Aufteilung. Auch die Länder müssen ihren Teil dazu beitragen und das Netz ein bisschen stützen. Und ich weiß von der Emilia Müller, dass sie da durchaus bereit ist, ihren Anteil zu leisten. Aber ich sehe gerne ein, der Bund muss nicht immer die Feuerwehr spielen und alles alleine machen. Aber einen kleinen Anstoß, vielleicht einen Schlauch legen können wir schon. Ich hoffe, dass wir das in der nächsten Legislatur angehen können. Vielen Dank. Damit schließe ich die Aussprache. Wir kommen zur Abstimmung.